Hast du das Gefühl, als würdest du in einer Welt leben, die manchmal zu laut, zu hektisch und zu fordernd ist? Empfindest du starke Emotionen und Empathie, als wären sie ein Geschenk und gleichzeitig eine Bürde? Wenn ja, dann könntest du zu den hochsensiblen Menschen gehören, die die Welt auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Hochsensibilität ist mehr als nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist eine wunderbare Gabe, die jedoch insbesondere in unserer heutigen Gesellschaft ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt. In diesem Video erfährst du, was für hochsensible Menschen typisch ist und ihnen im Alltag häufig Probleme bereitet. Erstens, Überstimulierung. Stell dir vor, du befindest dich in einem Konzertsaal. Die Musik ist ohrenbetäubend laut. Das Licht blendet und das Publikum tobt. Für hochsensible Persönlichkeiten kann diese Situation überfordernd sein. Denn ihre Sinne sind wie Antennen, die jeden Reiz intensiver empfangen. Jeder Laut, jeder Geruch, jede Berührung kann tief ins Innere eindringen. Dies kann dazu führen, dass man sich schnell überfordert und überstimuliert fühlt. So als würde man in einem Wirbelsturm aus Sinneseindrücken gefangen sein. Zweitens, Reizüberflutung. Die moderne Welt ist wie ein Wimmelbild voller Reize. Von überfüllten Einkaufszentren über laute Straßen bis hin zur Informationsüberflutung. Für Betroffene kann dies zu einer echten Herausforderung werden. Sie brauchen Zeit, um sich zu erholen, die Energie aufzuladen und alle Reize zu verarbeiten. Ansonsten kann der folgende Punkt eine mögliche Folge sein. Drittens, emotionale Erschöpfung. Emotionen sind treue Begleiter, doch für Menschen mit Hochsensibilität oft wie wilde Pferde, nämlich schwer zu bändigen. Sie werden viel intensiver und tiefer erlebt, was betroffene Menschen zu großartigen Freunden und einfühlsamen Partnern macht. Aber auf der anderen Seite können diese Emotionen völlig überwältigend sein. Die emotionale Erschöpfung, die sich daraus ergibt, ist belastend und Betroffene müssen lernen, damit umzugehen. Viertens, geringe Stressresistenz. Stress ist für fast alle Menschen eine Nebenerscheinung des modernen Lebens, aber für HSPs kann er sich wie eine schwere Last anfühlen. Die Stressresistenz ist oft gering und man sehnt sich nach Auszeiten, um sich zu erholen. Dies ist jedoch kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, es zeigt, dass die Wichtigkeit der Selbstfürsorge im Vordergrund steht. Hochsensible müssen sich Zeit nehmen, um ihre Batterien aufzuladen, sonst droht ihnen, sich selbst zu verlieren. Fünftens, körperliche Sensibilität. Es mag merkwürdig klingen, aber Hochsensible haben oft ein besonderes Verhältnis zu körperlichen Empfindungen und Bedürfnissen wie Hunger, Durst oder Müdigkeit. Sie reagieren scheinbar besonders stark auf Schwankungen des Blutzuckerspiegels. Ein leerer Magen kann also die Empfindlichkeit noch verstärken und zu emotionalen Ausbrüchen führen. Für Betroffene ist es daher wichtig, auf ihren Körper zu hören, regelmäßig zu essen und ausreichend zu schlafen, um die emotionale Stabilität zu erhalten und weniger reizbar zu sein. Sechstens, Selbstwertprobleme. Hochsensibilität kann zu Selbstzweifeln führen. Wer dieses Persönlichkeitsmerkmal aufweist, fühlt sich oft nicht zugehörig und nicht dem Mainstream entsprechend, was das Selbstwertgefühl negativ beeinflussen kann. Siebtens, soziale Kontakte. Auch wenn hochsensible Personen einfühlsam und aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen anderer sind, so können soziale Kontakte und Freizeitgestaltung oft sehr anstrengend und kräftezehrend für sie sein. Das war's zum Thema Probleme, die nur Hochsensible verstehen. Unser Spruch to go lautet: Die Welt braucht Hochsensible, um sie daran zu erinnern, wie wichtig Empathie und Achtsamkeit sind.